Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog straight aus Miami. Wir sind am Start heute, der letzte volle Tag, den wir haben, der Freitag. Ja, ja. Und wir werden uns gleich auf den Weg machen nach Downtown Miami. Das heißt, etwas sehen, was wir persönlich noch nicht gesehen haben, was ich auch noch nicht gesehen habe, weil wir waren bisher nur in Miami Beach. Wir waren zwar am Flughafen, aber nichtsdestotrotz wird Downtown immer noch eine andere Geschichte und das schauen wir uns an. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mal eure Eindrücke rein, wie findet ihr die Stadt? Wart ihr schon mal nur in einer anderen Stadt oder wart ihr allgemein schon in einer Stadt in Europa, auf die ihr vergleichen könntet? Geilere Städte gibt es immer oder andere Meinungen. Und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und dazu, ja, Videobeschreibung auschecken, IG World Team of the Season Zeit ist ja gerade. Unterstützt mich, schaut da vorbei. PSN Cards, FIFA Points, PSN Microsoft Guthaben. Ja, läuft. Ich würde sagen, bis später. Kurzer Zwischenpunkt, ihr hättet übrigens mal gestern meine Reaktion sehen müssen. Ich hätte gestern mal meine Reaktion sehen müssen. Ich habe ja gesagt, viele geile Autos und ich reagiere immer ein bisschen überproportional dementsprechend. Als dann der rote Lambo an uns vorbeigecruist ist, musste ich mich schon kurz am Straßenschild festhalten. Alter Schwede. Downtown hier allgemein. Wir sind echt schon ziemlich privilegiert hier sein zu können. Übrigens Einhorn hier. Guck mal, Einhorn in Miami Downtown Gesicht. Absolut geil. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so riesig alles. So überdimensional, aber trotzdem halt so geil. Das ist schon absolut beeindruckend. Babyfunk hat sich immer noch nicht dran zu springen. Ich weiß gar nicht, wie wir verstehen können. Ich hoffe einfach mal noch. Hier ist gerade schon wieder der Lambo lang gefahren und dann ein schöner S63 AMG. Wo man eben bei dieser McLaren oder was auch immer das war, was unglaublich laut war. Hier steht überall Lexus, was ja normal ist, überall Mustangs. Und wir, das war Gott sei Dank nur ein Motorrad, sonst hätte ich wieder Herzkasper bekommen. Wir laufen jetzt gerade zum absolut klischeehaftesten Ort, zu dem deutsche Touris in Miami laufen können. Das hier meint ihr sicherlich nicht, aber alter Schwede, Miami. Du bist so schön, das ist unglaublich. Oh Gott. Ich will hier wirklich nicht mehr weg. Guckt euch dieses Stück Kunst an. Was für ein wunderschönes Nilpferd. Geil. Eins Flamongo. Sieht irgendwie ein bisschen mitgenommen aus. Und guck mal an, Giraffen gibt es hier also auch schon wieder. Unglaublich. Ich muss schon sagen, das ist jetzt auch schon wieder ein relativ kleines Schiff, so mitten im Downtown, auf dem Miami River oder wie auch immer das Ding hier heißt. Ja, ein kleiner Ferrari mal wieder, das normale Miami. Ja, Yachten, schöne Häuser, aber jetzt sind wir immer noch nicht an dem Ort, wo wir hin wollten. Es hat uns eine Stunde gebraucht, also wirklich, wir sind so rumgeirrt,
weil Maps nicht funktioniert, weil das hier alles unübersichtlich ist. Aber jetzt haben wir das Restaurant zur Goldenen Möwe gefunden. Ich bin so gespannt, wie das hier ist, aber das ist so typisch deutsch. Wir müssen zu Mc's. Das ist also der originale McFlurry. Sieht nicht so aus. Bin gespannt auf meinen Big Mac. Ja, das ist hier so maximal kompliziert. Hier steigt man nicht durch. Oder? War scheiße, oder? Und vor allem so unfreundlich. Mc's läuft hier. So, wir sind jetzt wieder in Downtown unterwegs. Ganz ehrlich, das war, abgesehen vom WLAN, echt das schlechteste McDonald's, was ich jemals erlebt habe. Also das war so unterirdisch. Also das Essen, der Big Mac, den ich gegessen habe, der war erstens klein und der zweitens überhaupt nicht geschmeckt, nach gar nichts. Die Nuggets, die waren, keine Ahnung, die haben, finde ich, auch nach gar nichts geschmeckt. Und der McFlurry war eine absolute Katastrophe. Also erstens war der nicht geswirled, also das waren einfach nur oben M&M's drauf. Und die M&M's haben kacke geschmeckt, das Eis war auch nicht geil. Also deutsche McDonald's sind, läuft bei deutlich besser, finde ich, als amerikanische, auch wenn ich es eigentlich genau andersrum erwartet hätte. McPizza gibt es hier in Miami leider nicht mehr. Eigentlich war das ja mein Ziel, aber die gibt es nur noch in Ohio und West Virginia. Und da hinzufahren wäre vielleicht ein bisschen Auftrag. Das sind fast schon Palmen aus Plastik. Oh mein Gott. Voll schön hier auch wieder. Keine Ahnung, was das für Bäume sind. Hallo Hyundai, nee, Honda ist das. Honda ist übrigens, glaube ich, hier neben Toyota, also abgesehen vom Mustang, Chevy und so, aber hier fahren so viele Toyotas, Hondas und Hyundais rum. Das ist krass. Und eins oder zwei Volkswagen. Also ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Maseratis gesehen als Volkswagen. Also ich glaube Bentleys auch mehr. Corvette sowieso. Aber ich glaube sogar Lamborghinis und Ferraris sind ungefähr gleich auf mit der Anzahl von Volkswagen, die wir gesehen haben. Vielleicht minimal drunter, aber das könnte fast schon hinkommen. Um das mal in Kontext zu setzen, ne? Das ist locker der 10. Kein Witz, wirklich. Der 10. Subway hier in Miami Downtown. Ich weiß nicht, was hier mit Subway los ist, aber das ist krass. Und irgendwo da ist ein Helikopter. So, ein letztes Mal als Weißbrot auf dem Weg zum Strand. Schon hier mit Kamera umgebunden, unser ganzes Gepäck. Also wenn jetzt unsere Roomservice-Frau Gabby schlecht drauf ist und unser Kram mitnimmt, dann komme ich auf jeden Fall nicht nach Hause, weil ich habe meinen Reisepass da gelassen. Aber wir hoffen einfach mal, dass sie unser abgestelltes Luggage-Gepäck nicht weiter beachten wird. Wir müssen uns jetzt 3 Stunden hier irgendwie beschäftigen. Wir sind nicht eingecremt. Wir sind 3 Stunden beschäftigt, wir sind nicht eingecremt. Und gerade Leonie. Leonie ist sowieso schon rot wie so ein Fisch. Herrlich. Das ist so krass, ich weiß nicht, ob ihr hören könnt. Kaum ist hier Samstag, ist es hier voll. Wir sind an der Säule, entspannen im Schatten und waren jetzt gerade noch mal kurz am Strand, aber der ist zu voll, uns ist zu warm und wir haben keine Lust mehr. Wir sind so die typischsten Deutschen, die du dir vorstellen kannst. Wir können an den Strand gehen. Nee, wir setzen uns irgendwo an den Strand, in die Nähe des Strandes, in den Schatten und warten darauf, dass die 3 Stunden rumgehen, bis wir wieder ins Zimmer können. Ich will Bundesliga gucken. Leute, das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Werd scharf. Werd scharf. Los. Wird scharf, es will nicht scharf werden. Hier, da, man kann es erkennen. Hamburg, 2-1 gegen Wolfsburg. Damit sind die durch. Ich fasse das nicht. Das ist Wahnsinn. Bremen kommt nicht in der Euroleague, weil sie gegen Dortmund noch kassieren. Köln ist in der Euroleague. Freiburg ist in der Euroleague, 2-1 gegen Bayern. Was? Ich muss ja sagen, gerade Max gönne ich das extrem. Ne? Max ist ja Hamburg-Fan, also mein Elam-Buddy. Dem gönne ich das. Und ich finde schön, dass wir Nordderby wieder nächstes Jahr in der Bundesliga haben. Andererseits, für die Leistung hätten sie eigentlich als verdient gehabt abzusteigen, wie jedes Jahr. Aber vielleicht passiert ja jetzt was. Man kann ja zumindest hoffen. Ich mag Hamburg weiterhin nicht. Aber jetzt habe ich wenigstens in der Relegation keinen Gewissenskonflikt, weil jetzt kann ich ohne Zweifel für Wolfsburg sein, damit dieser hässliche BTSV nicht hochkommt. Aber Leute, angenommen, dass Wolfsburg jetzt die Liga hält, wird das so krank spannend nächstes Jahr, weil die komplette Liga ausgeglichen ist. Es gibt nicht mehr so Darmstadt, Ingolstadt, die sowieso absteigen. Nein, dann wird es für Hamburg schwer, für Hannover, für Stuttgart, für Augsburg, für Mainz, für Freiburg. Alles Teams, die auf einem Level sind. Allesamt. Das ist richtig heftig. Ich glaube, es wird richtig heftig interessant werden. Das wird
spannender als dieses Jahr, glaube ich. Das letzte Stückchen Jalapeno Bacon. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber es ist mega geil. Scharfer Bacon, besser geht's gar nicht. Pancakes habe ich auch noch. Herrlich. So, alles gepackt, alles fertig und wir können los. Wuhu, auf geht's. Wir sind jetzt mittlerweile, Gott, bin ich rot, Alter. Anscheinend auch ein bisschen Sonnenbrand bekommen. Oder das liegt an der Kamera, es liegt locker an der Kamera mal wieder. Naja, wir sind auf jeden Fall im Porti. Ich habe mir schön die Fanta Pineapple geholt, die ist so süß wie ich. Wir warten nur darauf, dass wir boarden können. Da habe ich jetzt schon Bock drauf langsam, weil ich bin ganz froh, wenn ich bald sitzen kann. Das Ding ist übrigens riesig hier und es war mega kompliziert einzuchecken, aber dafür war der Drogen- und Bombenspürhund süß. Joshi.